Damit willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Soul Silver. Wir sind wieder in den Seeschauminseln. Wir wollen jetzt nochmal schnell hier durch und die letzte, also die vorletzte Route zu Ende erkunden und dann die allerletzte Route erkunden, bevor es in die letzte Arena geht, bevor das Projekt dann erstmal beendet wird, bis wir dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt die Arena machen, die Liga nochmal machen werden. Das ist der Plan. Und ja, beim vorletzten Part sind wir hier stehen geblieben. Da haben wir noch diesen einen Trainer links besiegt mit einem Giratina, wo leider Gabi gestorben ist. Und im letzten Part hatten wir dann so zwischendurch einfach mal die Azuria City Arena gemacht. Ariados. Okay, ein Käfer-Pokémon. Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Vielleicht können wir damit André irgendwie was anrichten. Gucken wir mal, wenn André jetzt schon einmal hier vorne ist. Ist noch vorne wegen dem Arena-Kampf tatsächlich. Und das haben wir eigentlich im letzten Part sehr, sehr gut hinbekommen. Denn, ja, ganz einfach. Oh, war ein Volltreffer. Sehr, sehr, oh, und Spezialverteidigung sind sehr, sehr schön. Denn es ist kein Pokémon tatsächlich gestorben. Beim Arena-Kampf, beziehungsweise generell in der Arena. So, Initiative steigt stark. Och, okay, Psychokinese ist in Ordnung. Ich wollte allerdings eigentlich vielleicht auf Gegenstoß gehen, weil dann wäre es doppelt stark wegen Initiative-Boost von Ariados. Dann hätten wir auf jeden Fall zweites angegriffen. Aber vielleicht reicht die Lichtkanone auch jetzt, wo die Spezialverteidigung unten ist. Ah, leider reicht das nicht. Ja gut, dann ist jetzt eigentlich egal, was ich einsetze. Ich mache mal ruhig den Gegenstoß. Da kommt die Nadelrakete. Das wird jetzt ein bisschen nervig, weil die mehrmals angreift. Aber gegen André hat das Ariados keine Chance. Aber auch auf Level 55. Also, ich habe Angst noch vor den weiteren Trainern hier. Es kann jederzeit ein Pokémon sterben. Auch bei diesem Trainerkampf hier. Und ich habe Angst vor der letzten Arena. Oh, Eisenabwehr. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Würde ich sehr, sehr gerne reinnehmen. Problem an der Sache, wir haben Stärke drin. Und ich darf Stärke nicht vergessen. Daher muss Eisenabwehr jetzt, kann es nicht rein. Vielleicht habe ich nochmal irgendwann Zeit, dass ich noch eine Herzschuppe hole. Und Nontor, ist das nicht Eis? Ich glaube fast ja. Bruno? Dass ich nochmal eine Herzschuppe hole und dann dementsprechend Stärke verlernen lasse. Aber sagen wir es mal so, hier brauche ich gerade so oder so Stärke. Vielleicht zur letzten Arena dann. Das kann ich mir gut vorstellen. Hier brauche ich erstmal so oder so Stärke, weil hier auch ab und zu Stärkefelsen sind. Beziehungsweise um generell an dieses Gebiet ranzukommen, muss ich einen Stärkefelsen verschieben. Ohne geht es nicht. Also von daher, da habe ich jetzt keine andere Wahl. Muss ich auf Eisenabwehr erstmal verzichten. So, Hagelsturm hast du gemacht. Das ist natürlich problematisch wegen Blizzard. Und es kommt ein Knirscher. Okay, also kein Blizzard. Knirscher ist in Ordnung. Zwar nicht sehr effektiv, weil Unlicht auf Kampf nicht sehr effektiv ist. Passt. Okay, dann haben wir diesen Trainer ganz gut besiegt. Aber krass, dass das eine Pokémon auf Level 55 war. Also das ist schon sehr, sehr stark. Eigentlich sind die hier auf Level 50. Interessant auch, dass die Trainer-Pokémon hier alle deutlich höher gelevelt sind als noch im letzten Part in der Arena. Aber gut, das ist ja auch irgendwie klar. So, mal gucken, wie weit das hier sich überhaupt noch hinzieht. Also da bin ich eigentlich auch mal sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie groß das Gebiet hier noch ist. Ich glaube, wir hatten ja auch schon mal den Ausgang gesehen. Das ist ja hier alles extra. Aber ist auch gut so, dass wir das extra machen aus dem folgenden Grund. Weil wir brauchen jedes bisschen EP. Wir brauchen jedes bisschen EP für die letzte Arena. Und dadurch, ja, machen wir das Ganze hier noch. So, sprechen wir dich mal von hinten an. Überraschungseffekt und so, obwohl du uns bestimmt schon eh gesehen hast. Ja, gucken wir mal. Nidoking, alles klar. André, let's go. Wie ist Boden auf André? Ich glaube, normal effektiv. Meine ich. Ich glaube fast ja. Wir gehen mal mit der Lichtkanone rein. Wir werden jetzt sehen, wie Boden ist. Ich meine, das war normal effektiv. Wir müssen nur Angst haben wegen Feuer. Okay, es ist normal effektiv, allerdings doch sehr stark. Ich gucke mal kurz nochmal bei Vorstellkern mal nach. Ich meine, es war nur... Genau, nur Feuer. Alles andere ist entweder einfach stark oder halb stark oder viertel stark oder gar nicht irgendwie wirksam. Spezialverteidigung ist wieder gesunken, aber ich muss jetzt dann doch mal wechseln. Und zwar, ich wechsle nicht zu Gabi. Gabi ist jetzt als VM-Sklave hier drin, weil ich Surfer und, ja, weil ich Surfer brauche. Es kann keiner meiner Pokémon kann Surfer, daher muss ich leider Nova auf die Box packen.
So, Philipp kann Schwebe. Daher gehe ich zu Philipp. Oder hat Schwebe. Nicht kann Schwebe, sondern hat Schwebe. Wenn jetzt nochmal Erdkräfte kommt, sind wir im Vorteil. Ich muss mir unbedingt merken, dass bei ja, sehr schön. Dass bei André normal als Psycho, Käfer, Drache, Stahlfee, Geist und Unlicht nicht sehr effektiv ist. So, machen wir mal die Psychokinese. Und Pflanze, vierte Schwäche und Gift gar nicht wirksam. Das ist einfach krass. Diese Typenkombi Käfer, Stahl ist sowas von krass, obwohl Käfer an sich kein so starker Typ ist. Aber das als Kombo ist halt wow. Und hey, dass nur Feuer sehr effektiv ist, das kann sogar ich merken. Ja. Okay, gut. Knuddelluft, alles klar. Gut, Bruno, let's go. Knuddel mal ein bisschen herum, aber knuddel mal bitte mit Fäusten. Schön mit Fäuste. Auch auf Level 50. Dann machen wir mal einen schönen Doppelkick. Let's go. Ah, da hat das Knuddelluft keine Chance. Oh, vielleicht doch. Es ist halt leider keine starke Attacke. Ich glaube, Bruno erlernt aber noch eine stärkere Kampfattacke. Och nee, nicht Schamebolzen. Dann habe ich jetzt gar nicht gedacht. Daran habe ich jetzt echt nicht gedacht. Und jetzt kommt noch der Aussetzer. Gut, wir können noch einen Feuerschlag machen. Das ist jetzt nicht das Problem. Ist halt die Frage, ob Bruno angreift. Bitte greif an. Bitte greif an. Danke, danke. Ich hätte mein Glück eigentlich dahingehend eingeschätzt, dass Bruno jetzt nicht angreift. Aber umso besser. Er spart uns nur einfach Arbeit. Das Knuddelluft, das hätten wir je besiegt. So, dann erstmal kurz wegen André mal kurz nochmal einen Hypertrank einsetzen. Gut, dass wir im letzten Part nochmal ein bisschen was gekauft haben, wo wir so oder so in der Stadt waren. Da hat das nämlich eigentlich gepasst. So, und dann können wir weiter. Dann können wir weiter. Was, wenn wir... Okay, hier. Okay, okay. Warte, dann machen wir mal Folgendes. Mal von hier runter. Ich kann halt das nicht abbrechen, wenn wir einmal hier schlittern. Und dann können wir hier runter, weil dort links ging es, glaube ich, zurück. Meine ich. Was das jetzt ist, keine Ahnung. Ach du Alter. Ich kann mich so ein bisschen an diesen Ort, glaube ich, erinnern. Ein bisschen. Wir machen mal den Stärkefelsen da mal weg. So. Ich glaube, ich brauche den Stärkefelsen. Machen wir noch eins weiter. Dann gehe ich nach ganz rechts. Ach ja, ich habe übrigens Topschutz an. Darum kommen auch keine wilden Pokémon. Und dann kann ich hier hin. Und dann geht es hier weiter. Ach, zu einem Item und haufenweise Wasser. Hyperball, okay. Gut. Haufenweise Wasser. Was ist denn hier unten jetzt? Ist halt alles dasselbe Gebiet. Daher gibt es hier natürlich jetzt keinen Encounter für mich. Das ist klar. Na gut, dass hier Wasser ist. Gut, da hätten wir auch die Superangel dann verwenden können. Allerdings, den Encounter, den wir im vorletzten Part hatten, der war ja schon mega nice, das Igelava. Das war ja schon sehr, sehr cool. Wir haben zwar ein Feuer-Pokémon aktuell, aber als Backup-Pokémon ist das halt mega heftig. Nein, kein Hypertrank. Ich brauche einen neuen Topschutz. Weil natürlich hier noch nicht gefragt wird. Willst du denn noch einen Topschutz einsetzen? Ah, schade, schade, dass man das noch damals nicht gemacht hat. Und sehe ich das richtig, dass es hier gar nicht mal weitergeht? Wow. Ich will hier die Leiter hoch. Danke sehr. Danke sehr. Jetzt bin ich auf der anderen Seite der Leiter. Das ist manchmal ein bisschen unlogisch. Aber gut. Dann gibt es hier noch eine Leiter. Die bin ich, glaube ich, jetzt auch noch gar nicht mal runtergegangen. Ach, da bin ich wieder im selben Raum. Nur jetzt woanders. Dann gibt es die Eisstrahl. Okay, heftig. Das ist eine sehr heftige TM. Wir haben als Backup-Pokémon aktuell, glaube ich, kein Eis-Pokémon. Ihr seht es natürlich, ich sehe es leider nicht, weil ich das erst im Nachhinein im Schnitt einfüge. Daher können wir ruhig gucken, ob Eisstrahl für jemanden passt. Stärke 95, was halt sehr, sehr krass ist. Ja, Gabi, wow. Ich hätte sogar Gabi, glaube ich, erlernen lassen. Wer würde Gabi noch am Leben sein? Ah, oh, schade, 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 schade. Aber so ist es halt. So, was machen wir hier jetzt? Dann muss ich das... Okay, dann muss ich das einfach wegkicken. Cool. Und dann hier rüber und dann eins runter und dann hier links. Moment. Oh. Dafür ist wahrscheinlich die Leiter auch unter anderem da, dass man das zurücksetzen kann. Hoffe ich. Ja, das kann man zurücksetzen. Sehr nice. Dann folgendermaßen das wegkicken. Das wegkicken. Und das nach links kicken. Ja, so macht man das. Sehr schön.
Nächstes Rätsel. Nächstes Rätsel. Da können wir auch mal gucken, ob wir irgendwie was kicken können. Ja, können wir, glaube. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Und zwar das, so. Dann das hier rüber. So, und kann ich das jetzt nochmal nach oben? Nein, kann ich nicht. Ach so. Aber passt trotzdem. Passt trotzdem. Sehr schön. Eine Riesenperle. Ist, glaube ich, sehr wertvoll. Okay, haben wir das auch hinbekommen, ohne hier lange zu sitzen. Das ist umso schöner. Dann ist der Flow hier drin, so ihr seht. Und dann sind wir, glaube ich, so gut wie am Ende gleich angekommen. Ich glaube, weiter geht es jetzt nicht so unbedingt. Da ist jetzt der Rest, oder nicht? Gucken wir mal, was hier jetzt noch so alles auf uns zukommt. Und dann gehen wir raus wieder. Ach du Heilige! Arktos! Okay, einfach ein Arktos ist hier. Und hier geht's aber auch wieder hoch. Und hier geht's nochmal hoch. Ach du Heilige. Das ist noch ein anderes Item. Ich glaube, an das Item komme ich jetzt aktuell nicht ran. So, da waren wir ja schon da unten. Ich glaube, jetzt ist das der Weg Richtung Arktos. Krass. Allerdings werde ich Arktos nicht herausfordern, weil A, es ist jetzt eh kein Encounter und B, die ganzen Nies und so, die habe ich, glaube, damals in Hard Gold im Let's Play gemacht. Soweit ich mich richtig erinnere, keine hundertprozentige Garantie auf meine Aussage, aber ja, tatsächlich ist hier, dann stehe ich hier Arktos entgegen. Wow, krass. Krass, okay, cool. Also, da wisst ihr wenigstens, wie man jetzt zu Arktos kommt. Da es eine Randomizer Nuzlock ist, wie gesagt, jetzt nicht der Kampf gegen Arktos. Ist mir auch ein bisschen zu gefährlich, um ehrlich zu sein. Okay, da ist noch ein anderer Weg. Und da kommen wir vielleicht zu dem Item, was ich da neu gesehen habe, oder? Ja, dieses Item habe ich neu gesehen. Was ist das? Ein Beleber. Ach, kann ich jetzt nicht gebrauchen, aber ja, ich würde sagen, die Seeschauminseln sind trotzdem jetzt vollständig erkundet. Und das ist jetzt der Weg, den wir im vorletzten Part gesehen haben, wo ich durch Stärkefelsen nicht weiterkam. Genau, hier, dieser Weg. Da kam man ja nicht rein. Okay, cool. Dann passt das. Und dann gucken wir nochmal uns den Weg an, suchen wir nochmal den Weg, wie es jetzt weitergeht. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo das jetzt genau war. War das hier diese Leiter? Ich weiß nicht. Ich glaube, nein. Notfalls gucke ich gleich nochmal ein paar. Oder, nee, es war der obere Weg. Nee, das war eigentlich auch nicht der. Oder war es der Weg? Ich gucke kurz hier rein. Notfalls gucke ich im Part nach. Oh. Eigentlich sehr, sehr simpel. Ich habe das jetzt nicht direkt geblickt. Und zwar gibt es hier oben einen Stärkefelsen. Und den müssen wir bewegen. Und dann kommen wir hier raus. Und dann können wir tatsächlich die letzte Route anfangen. Ich glaube, vielleicht kriegen, also ich weiß halt nicht, wie viele Trainer da auf uns warten. Je nachdem könnten wir schon im nächsten Part oder spätestens im übernächsten Part damit fertig werden. Und danach im Part halt die Arena machen und dann sind wir durch erstmal. Wie gesagt, es kommt noch irgendwann, geht es noch weiter mit Pokémon Soul Silver, wenn da der geeignete Zeitpunkt dafür gekommen ist, wenn kein Pokémon Let's Play mehr läuft, weil Pokémon Popo gerade beendet wurde oder irgendwie so. Leider ist Nova weiterhin nicht mit am Start, weil, ja, Problem an der Sache ist halt, ich brauche immer noch nach wie vor Surfer. Das ist halt so. Ja, wir können jetzt noch diese Route anfangen. Ich muss mal kurz gucken, wie lange. Ach so, wir haben noch Zeit. Das passt. Könnte wirklich sein, dass wir im nächsten Part dann die Route abschließen, im übernächsten Part dann die Arena machen. Dann gibt es jetzt echt nicht mehr viel. Bin ich auch, ehrlich gesagt, wirklich auch froh drum. Weil, ganz, ich habe es ja schon mehrmals erwähnt, zwei Pokémon Let's Plays parallel laufen lassen, ist jetzt nicht so toll. Jonas hatte mich zum Beispiel auch gefragt, ey, warum hast du weitergemacht nach deinem zweiten Game Over? Rein theoretisch hätte ich da ja das beenden müssen. So sagst ja die Challenge eigentlich aus. Ich habe zwar ein paar danach dann nochmal erwähnt, beziehungsweise als er mich gefragt hat, war der paar danach eh noch nicht draußen. Also daher konnte er das da jetzt nicht ahnen. Aber dennoch hier nochmal kurz halt zur Erklärung. Ich wollte dieses Projekt nicht. Ich wollte wissen, es war so gesehen der Ehrgeiz zu wissen, ob ich diese Challenge, also ob ich bis zum Ende durchkomme mit den Encountern, die ich hier habe, weil es waren, sind ja nur begrenzt Encounter für mich verfügbar, sage ich mal. Das ist ja so, es ist nur begrenzt Encounter verfügbar. Und ob ich damit dann alle Arenen schaffe, auch wenn ich hier und da Game Over gehe. Und ob ich vielleicht auch die Liga schaffe. Das weiß ich ja nicht.
Ich weiß auch nicht, wie die letzte Arena wird. Ob da Pokémon sterben werden, wenn ja, welche? Und dann ist halt die Frage, ob ich die Liga schaffe. Das würde ich auch sehr gerne wissen. Und wenn ich die Liga nicht schaffe, dann ist es so. Je nachdem, also ich denke mal, genau, ich denke mal, ich werde es so machen bei der Liga, wenn ich Game Over gehe, also wenn ich, wenn alle Pokémon meines Teams sterben, dann werde ich noch die Pokémon aus dem Backup-Team oder aus der Backup-Box nutzen, weil die habe ich ja dann immer noch jetzt zur Verfügung. Eventuell werde ich auch mich für 2, 3 Pokémon entscheiden aus meinem vorherigen Team, die noch mit dabei sind, dass ich ein volles 6er-Team habe. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Pokémon ich auf der Backup-Box habe, beziehungsweise ich weiß ja jetzt auch noch nicht, wie viele Pokémon ich dann auf der Backup-Box haben werde, sobald ich in die Liga gehe. Kann ja sein, dass beim Arena-Kampf dann noch jemand stirbt oder hier auf der Route, das kann natürlich auch sein. Von daher kann es sein, dass ich dann hier und da sage, gut, ich mache jetzt mein Team aber voll. Das ist dann sehr, sehr gut möglich. Oh, Lucario ist doch ein bisschen... Gehen wir mal zu weit. Ja, das werden wir dann sehen. Allerdings, wenn dann der zweite Run mit dem Backup-Pokémon dann auch fehlsteht, gut, dann... Und ich dann in der Liga sterbe, dann ist es so. Dann ist es so, dann ist das für mich okay. Und dann ist halt das Projekt komplett beendet. So ist zumindest der Gedankengang dahinter bei mir. Aber dann weiß ich, okay, wir haben es bis zur Liga geschafft mit den Encountern, die es hier in Johto gibt. Ich habe ja keine Encounter aus Kanto. Andersrum. Mit den Encountern hier aus Kanto. Und ich habe ja keine Encounter aus Johto genommen. So rum. Und das ist dann eigentlich auch ganz gut. Und wir müssen bedenken, ich habe hier mit 3 Pokémon angefangen. Ich habe in der ersten Folge dieser Staffel, habe ich gesagt, gut, ich nehme nur 3 Pokémon, wähle 3 Pokémon aus meinem vorherigen Team aus, mit denen ich dann in Kanto reingehe. Und da war das Problem, dass ja eins der Pokémon, Clirix war das, glaube ich, ja doch, das war Clirix, dass Clirix damals halt komplett underleveled war, was ich nicht bedacht habe. Und dann waren wir auf dem Schiff, wo ich da jetzt nicht unbedingt trainieren konnte. Da haben wir ja dann damals schon Böni dann verloren. Hätten wir wirklich vollwertige 3 Pokémon gehabt, also auf dem aktuellen Level damals, dann wäre es vielleicht nicht passiert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir hatten ja einen sehr, sehr schweren Start hier in diesem Projekt. Wir hatten einen sehr, sehr schweren Start. Das war auch das krasseste Pokémon Nuzlocke Randomizer Projekt, was ich jemals hatte. So, ihr seht, ich sage jetzt mal, ich hatte 3 Projekte. Paragon Randomizer Nuzlocke, Soul Silver Staffel 1, Soul Silver Staffel 3. Das sind so die 3 Projekte, sage ich mal. Wenn ich jetzt Soul Silver in 2 Projekte aufsplitte, sage ich mal. Und wir müssen jetzt bei Impoleon richtig toll aufpassen. Was machen wir da? André? Mal kurz rüber. Wasser ist normal effektiv, Stahl ist nicht sehr effektiv. Eis wäre auch nicht sehr effektiv. Ich guck mal wegen André. Ich pack mal André rein. Aber wiederum, wir können halt auch nicht sehr stark angreifen. Gucken wir mal. Okay, geht daneben. Sehr schön. Was machen wir? Stahl. Auf Stahl ist natürlich jetzt nicht so klug. Also Lichtkanone kann ich vergessen. Käferbiss ist, glaube ich... Ich guck mal, wie viel Gegenstoß abzieht. Ah, wir sind schneller. Okay, ja gut. Okay, dann wird das nicht viel Schaden machen. Nur auf Level 42. Das Impoleon, das geht ja. Lake ist natürlich krass. Da müssen wir aufpassen. Unter der Hälfte der KP und wir haben Probleme, sagen wir es mal so. Ja, also das war halt jetzt das krasseste Randomizer Nuzlocke Projekt. Wie viele Pokémon hier allein gestorben sind in diesem Projekt. Das ist halt... So voll war die Rest in Peace Box bei weitem noch lange nicht. Es ist ja regelmäßig jemand schon gestorben. Das muss man ja einfach so sagen. Es ist regelmäßig jemand gestorben. Das ist krass. Jetzt hatten wir schon... Ja gut, doch, wir hatten erst Gabi, stimmt. Gabi war ja erst, sag ich mal, dran. Ja. Also es ist schon sehr, sehr krass, was hier abgeht. Oder was hier abging. Aber ich hoffe, es war dementsprechend auch umso spannender. Das hoffe ich sehr. Das hoffe ich wirklich sehr. Aber ich denke mal schon. Weil das Team hat sich halt ordentlich immer wieder geändert. Es gab kaum Parts hintereinander, wo das Team dasselbe war. Sei es durch den Tod, dass ein Teammitglied ausgewechselt wurde, oder durch neue Encounter. Durch neue Encounter kamen ja auch häufiger mal Teammitglieder rein. Wie jetzt so zum Beispiel André oder hier Bruno. Fight. Also sowas.
Das ist schon krass. Das ist schon sehr, sehr krass gewesen und es hat richtig viel Spaß gemacht. Was nicht so viel Spaß gemacht hat, war das ganze Trainieren. Also da habe ich wirklich sehr, sehr viel Zeit investiert. Meistens so jetzt, also zumindest jetzt in der Zeit, wo ich Uni hatte, immer nach der Uni abends dann ein bisschen gespielt, wie auch immer. Da bin ich jetzt so froh, dass das dann jetzt vorbei ist, beziehungsweise jetzt ist das ja so gut wie komplett vorbei. Ja gut, ein Encounter kommt ja jetzt noch, den machen wir im nächsten Part. Ein letzter Encounter. Und ja gut, wenn natürlich ein Pokémon stirbt, die Pokémon auf der Backup-Box sind nicht alle auf dem aktuellen Level, sag ich mal. Da kann es sein, dass ich hier da dann noch mal trainieren muss. Ah, dann ist es so. Dann ist es so. Genau. Trotzdem sind wir hier ganz gut durchgekommen und ich bin zufrieden mit dem Projekt. Ich bin auf jeden Fall selber sehr zufrieden. Genau. Ja, Sarah macht das gerade sehr, sehr gut. Ich denke mal, auch hier bei Ambidiffel bleibe ich mal drin. Und setze noch weiterhin Solarstrahl an. Also, das passt ja aktuell. Das passt ja aktuell. Und dann kommen natürlich immer noch die Kommentare von euch. Das war ja auch echt extrem nice. Sei es die ganzen vielen Kommentare von Bowen, was mal wieder sehr, sehr toll war. Wo ich in diesem Projekt tatsächlich eher weniger drauf eingegangen bin. Das werde ich bei anderen Pokémon-Projekten wieder anders machen. War dem geschuldet, weil ich halt jetzt hier viel vorproduziere. Gerade weil jetzt kann ich aktuell nur Pokémon aufnehmen, weil Pokémon Purpur für mich jetzt noch nicht draußen ist. Das kommt erst raus. Daher muss ich jetzt hier halt ein bisschen in Vorproduktion gehen. Das ist halt jetzt so und ja, dann ist es so. Allerdings auch andere Kommentare. Wann kommt denn der nächste Part? Oder ich freue mich auf den nächsten Part. Oder auch andere Kommentare. Wann bin ich denn mein Pokémon? Das hat mir auch sehr große Freude bereitet. Wo ich dann auch so gesagt habe, ey, ja, der Kommentarschreiber hat jetzt hat kommentiert, wann werde ich ein Pokémon? Und dann wollte ich natürlich auch zusehen, dass derjenige möglichst schnell jetzt ein Pokémon wird, sage ich mal. Möglichst schnell. Ja, André, du machst das wieder, oder? Ja. Möglichst schnell. Und das habe ich dann auch versucht, möglichst schnell zu machen. Da Jakob hatte zum Beispiel gefragt, wann er dann Pokémon wird. Gabi hatte, glaube ich, auch gefragt. Das war schon sehr, sehr cool. Machen wir mal die Lichtkanone. Ah, okay, du willst dich selber schützen. Das ist eine fiese Taktik, die vielleicht auch aufgeht. Mal gucken. Ja, also Fazit war mega mäßig nice. Danke, dass die Verwirrung weg ist. Nach diesem Kampf ist der Part auch vorbei. Und im nächsten Part geht es dann auf den Rest der Route. Och, natürlich. Na ja, klar doch. Zögere das noch weiter hinaus. Ich mag keinen Austausch. Ey, das ist natürlich dann auch zweimal klappt, umso schöner. Danke. Dieses Austausch ist nur da zum Aufregen. Also von daher, es ist weg. Von daher, umso besser. Allerdings müssen wir jetzt aufpassen. Stachler sind draußen. So ein Flora. Pflanze? Bleiben wir drinnen. Können wir mit Käferattacke angreifen. Und selber Pflanze auf André ist viertel stark. Also von daher ruhig hier drinnen bleiben. Gerade auch wegen Stachler. Also ich finde es krass, dass die Trainer-Pokémon jetzt so herabgefallen sind. Hier jetzt in Level 42. Das Impoleon war ja vorhin auch nicht so gerade. Die anderen Level habe ich jetzt nicht geachtet. Gut aus, das war jetzt auch nicht so stark. Es ist schon krass. Nee, warte. Ich habe das jetzt gerade. Nee, Knackleon. Ach so, okay. Ich hatte es zuerst mit Knogger verwechselt. Dann hatte ich gerade an Kickli gedacht. Und dann merkte ich so, ach nee, Knackleon. Ach so, okay. Gehen wir mal auf Lichtkanone. Ich freue mich auf den nächsten Part. Ich hoffe, ihr dann dementsprechend auch, wo wir den Rest machen. Vor der Arena. So, Attacke geht daneben. Sehr, sehr gut. Und hier nochmal die Lichtkanone. Und dann tschüss, Knackleon. Tschüss, Zuschauer. Lasst gerne eine Bewertung da. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich freue mich. Also, ja, doch, ich freue mich sehr. Und auch auf den letzten Encounter. Wird ja natürlich nochmal mit der Superangel ein Encounter sein. Sind wir eigentlich schon auf der nächsten Route? Noch nicht ganz. Aber diese Route ist nicht lang. Man sieht's ja. Das ist ja, nicht viel. Also von daher, bis dahin und tschüss.